The legend of a lost city of gold. El Dorado. This is gonna be kind of interesting. If Maximum Gold El Dorado kommt wirklich ins TCG. Und zwar Ende November. Und damit hallo und herzlich willkommen YouTube. Ich bin Saubertin und heute geht es einmal um Maximum Gold. Wenn ich ehrlich bin, ziemlich überraschend, denn es gab hier letztes Jahr auch eine Gold Series, aber ich habe nicht gedacht, dass dieses Jahr wieder eine kommt. Der Setaufbau ist eigentlich genau wie der letztes Jahr. Wir kriegen wieder die Gold Letters und wir kriegen wieder die Premium Gold Rares. Für alle, die nicht wissen, was eine Premium Gold Rare ist, das hier ist eine. Das ist eine Premium Gold Rare. Ob das eine coole Rarity ist, lässt sich drüber streiten. Aber das Set hat natürlich auch ein paar neue Karten. Es hat aber auch sehr, sehr viele Reprints. Und auf die Reprints geht es heute einmal zu sprechen. Denn die Reprints haben einen kleinen Twist. Und das ist wie bei der letzten Gold Series. Viele dieser Karten alternative Artworks bekommen. Also jetzt nicht nur die Waifu-Karten wie und die Lolli-Karten, sondern diesmal wirklich auch Karten. Okay, jetzt vielleicht doch ein bisschen anders ausgedrückt. Denn Mascarena bekommt auch ein alternatives Artwork. Das kennen wir bereits, denn es gibt schon Promotional Material dazu. Also Hüllen, Matze und so ein Scheiß. Aber was noch dabei ist, das ist ganz cool. Es gibt jetzt ein neues Artwork von Nightmare Unicorn. Wie das aussieht, haben wir noch keine Ahnung zu. Aber das wird kommen. Ein alternatives Artwork zu Nightmare Unicorn. Der wichtigste Reprint in dem Set für die Dragonlink-Spieler ist natürlich eine Waifu-Karte. Und das ist Chamber. Eine sehr essentielle Karte in sowohl Dragonmates als auch aktuell Dragonlink. Aber wird Ende November, wenn es kommt noch, kommt sogar eine zweite, wenn es noch davor, also wird wahrscheinlich nicht so gut ausgehen für Dragonlink. Aber das hat mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht. 8 weitere alternative Artworks. Und ich habe mir gedacht, wir können ja mal zusammen überlegen, welche Artworks von verschiedenen Karten da drin sein können. Welche wir als Reprint bekommen werden. Welche Karten hätten denn alternatives Artwork verdient gehabt? Das ist ja hier die Frage. Bevor wir mit dem Video weitermachen, ein Abo da lassen, ganz wichtig, hier. Und natürlich Like. Für den Algorithmus. Ihr wisst Bescheid. Leute, so geht das. Ich habe ein paar Gedanken gemacht und habe mir gedacht, so, ich habe so 2-3 Ideen gehabt, wo ich sage, das könnte wirklich ein alternatives Artwork sein. Und das erste, was mir in den Kopf gegangen ist, ist natürlich Handtraps. Denn wir haben halt Drawn Lockworld bekommen, die ganzen anderen Handtraps in Gold Rare. Und es gibt halt noch ein paar Handtraps, die offen sind, die auch viel gespielt werden. Das ist zum Beispiel einmal Effektwähler. Die hätte auf jeden Fall ein alternatives Artwork verdient gehabt, solange sie schon im Game ist und aktuell wird sie wieder mehr gespielt werden. Das könnte also auf jeden Fall sehr, sehr interessant sein. An dieser Stelle, Weird Flex, ich habe was bestellt. Machen wir kurz einmal auf. Schön in den Umschlaghorn. Zack. Das war schwieriger, als ich gedacht hatte. Das sind 3 Nerval. Die brauche ich noch für mein Tribe-Get-Deck. Also die Super brauchte ich halt. Ich habe halt die Kammern. Aber das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Die Höhen sind ziemlich nice. Vielleicht werde ich mir die auch mal besorgen. Eos. Er braucht sie nicht. Marin's Stuff. Danke, Bruder. Wer auch immer das mir geschickt hat. Zurück aus der Opening-Pause. Natürlich gibt es noch ein paar andere Karten, die ein alternatives Artwork verdient gehabt hätten. Lasst mir in den Kommentaren da, was ihr denkt, was ein alternatives Artwork bekommen könnte. Denn ich habe noch ein paar mehr, die ich auf der Liste habe. Das eine ist zum Beispiel einmal Skullmeister. Skullmeister ist eine Karte, wo ich denke, die könnte wirklich einen Reprint bekommen mit einem alternativen Artwork, weil auch die Karte in letzter Zeit immer mehr Play gesehen hat. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Didi Crow ein alternatives Artwork bekommt. Weil hey, warum nicht? Es ist eine Handtrap, die generisch ist. Selbst Infinite Impermanence wäre eine Möglichkeit, obwohl ich das nicht glaube, weil das ein bisschen weird wäre. Aber die größte Wahrscheinlichkeit, die ich mir überlegt habe, ist tatsächlich der Ballord Savage Dragon. Denn wir haben schon den Ballord Dragon, wir haben den Ballord Sword Dragon, da ist die Synchro-Karte der nächste logische Schritt. Oder wir kriegen halt Ballguard. Das könnte auch sein, aber Bruder, bitte nicht, ne? Und das sind Sachen, die ich mir überlegt habe, wo ich denke, die könnten wirklich halt auch einen Reprint bekommen mit einem alternativen Artwork. Was für andere Karten im Set drin sind, wissen wir aktuell noch nicht. Aber ich denke mal, da wird noch einiges bei kommen. Ihr könnt sicher sein, dass Konami auf jeden Fall noch ein paar Reveals raushauen wird. Und wir, wenn das cool ist, auch mal drüber sprechen werden. Aber das war's schon für heute. Bis zum nächsten Video rein. Ciao, Leute. Ich bin so aufgeregt, ich bin so aufgeregt.